war okay. Also ich meine, man hat natürlich den Fokus auf das Spiel gelegt und man freut sich natürlich auf das erste Spiel, aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann konzentriert man sich eigentlich nur auf die Mannschaft in dem Moment. Ja, wir wollten als Teamwork auftreten heute, wir wollten alles für die Mannschaft tun, sich gegenseitig unterstützen, in der Defensive vor allem gut stehen, die Räume zulaufen, gut zur Ballseite verschieben und natürlich auch bei Ballbesitz nach vorne spielen, tief ins Spiel zu bekommen. Das haben wir 2-3 Mal geschafft, nicht ganz so gut. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, haben die Jungs das hervorragend gemacht und sich auch den Punkt wirklich verdient. Aber na klar, der finale Pass und der Abschluss, der war noch nicht 100% und da müssen wir eigentlich auch noch hinkommen. Und normalerweise ist das ganz klar, so eine Mannschaft stellt sich, die das auch sehr ordentlich gemacht hat in der Konteraktion der Gegner, haben es natürlich sehr gut gemacht, tief gestanden und natürlich auf ihre Chance gewartet. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und dementsprechend müssen wir den Gegner in Bewegung halten und dann im richtigen Moment den finalen Pass spielen. Und das haben wir eigentlich nur eben bis zum 16-Meter-Raum geschafft, aber dann eigentlich keinen guten Abschluss gefunden. Ja, auf alle Fälle gibt das sehr viel Selbstvertrauen, ja, wenn man gegen höherklassigen Verein sich so gut darstellt. Ja, wir wollen die Klasse halten, das ist unser großes Ziel. Dort haben wir gute Chancen und die Chancen wollen wir natürlich auch noch nutzen und da ist natürlich so eine Sache wie heute hier für die gesamte Mannschaft sehr gut, gerade was Selbstvertrauen angeht, was innerliche Stärke angeht und das wollen wir mitnehmen und eigentlich auf diesem Weg auch weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.